Heute stehen die so immens wichtigen US-Inflationsdaten an und im Vorfeld dieser Daten sind die US-Aktienmärkte durchaus charttechnisch angeschlagen, wie ich gegen Ende des Videos zeigen werde. Warum sind sie angeschlagen? Naja, einer der großen Rallye-Motive war ja zunächst mal die Vorstellung, die Inflation wird jetzt konstant nach unten gehen und sie ist ja 12 Monate in Folge praktisch zum Vorjahresmonat gefallen. Das dürfte sich heute ändern, also diese Serie wird reißen. Und dann hat man die Vorstellung seitens der Aktienmärkte, wir werden eine rückläufige Inflation neben einer sanften Landung der Wirtschaft haben und die Fed wird dennoch dann irgendwann die Zinsen senken und nicht mehr anheben. Und diese heutigen Inflationsdaten hätten, wenn sie deutlich höher ausfallen, das Potenzial, natürlich diese ganze Erzählung komplett zu zerschießen. Aber schauen wir uns die Dinge nach der Reihe mal an. Wir sehen hier ein CPI Preview, also eine Vorausschau. Dovish more likely than hawkish. So einige Wall Street Kommentare. Also das dürfte eher dovish sein. Warum? Das hatten wir zum Beispiel einen Artikel bei Bloomberg, der sagt, also wir denken, dass die Moderation in Core CPI, die dürfte sich fortsetzen, weil das ökonomische Umfeld sich verschlechtert und wir haben vor allem hier a moderation in rent increases, also praktisch Mietpreise. Wir haben fallende Preise für Gebrauchtwagen und neue Autos. Das dürfte wahrscheinlich dann die Juli-Zahlen nach unten bringen. Hier unten sehen wir mal den Manheim Used Vehicle Value Index, also den maßgeblichen Index für Gebrauchtwagen. Der ist im Juli, die Zahlen liegen bereits vor, auch leicht rückläufig gewesen. Nicht so stark etwa wie im Juni, als die Inflation ja auf der Unterseite überrascht hat. Aber gucken wir uns zum Beispiel mal hier den Preis für neue Autos an, dann sehen wir zunächst mal, dass im Jahr 2020 war der Durchschnittspreis für einen Neuwagen in den USA $35.189. Derzeit ist der Durchschnittspreis $46.229. Also da ist praktisch Inflation schon passiert. Die Preise sind hoch. Das heißt, selbst wenn die Inflation auf der Unterseite überrascht, heißt das ja zunächst mal nicht, dass die Preise fallen, sondern dass nur das Steigerungsniveau vielleicht nicht mehr da ist oder nachlässt. Hier sehen wir rechts mal zum Beispiel Monthly Payment on New Cars. Also was muss man, wenn man ein Auto kauft in den USA auf Pump, wie so ziemlich alles in den USA, was muss man da monatlich bezahlen? Da hat man 2015 noch unter $500 bezahlt. Jetzt zahlt man so $730, $740 pro Monat im Schnitt. Und hier so eine Headline zum Beispiel, Inflation is cooling, but prices are high and Americans feel it. Exakt, das ist der Punkt. Goods are still more expensive, price growth is slowing, dann werden hier einige Preise aufgeführt, zum Beispiel Chips, die deutlich teurer geworden sind und so fort und so weiter. Also wir sehen, dass diese Preisanstiege natürlich schon für die Amerikaner schwer zu verkraften sind, vor allem für die unteren Einkommensschichten. Hier nochmal das, was heute erwartet wird. Kernrate 0,2, wie auch die Headline 0,2 zum Vormonat und Kernrate 4,8 zum Vorjahresmonat und 3,3 CPI, also Headline CPI zum Vorjahresmonat. Wir erinnern uns, wir waren bei 3,0 im letzten Monat. Hier sehen wir mal diesen Abwärtstrend. Juni war noch 9,1. Juli, also praktisch jetzt der Basiswert, mit dem wir uns vergleichen, 8,5. Dann 8,3, 8,2, 7,7 und dann ging es runter eben bis jetzt 3,0. Hier sehen wir das unten mal auch grafisch dargestellt. Bums, das geht ziemlich schnell nach unten. Aber die Kerninflation, also die Inflation ohne Nahrung und Energie, ist zwar auch rückläufig, hatte einen Hochpunkt bei 6,6% im November 2022, ist jetzt bei 4,8%. Wir sehen also, die Kerninflation ohne Nahrung und Energie fällt deutlich langsamer als die normale Inflation oder die Headline-Inflation. Die Fed hat immer wieder gesagt, für uns ist die Kerninflation das Entscheidende, denn die fällt nicht so wirklich. Also Achtung auf die Kerninflation natürlich. Hier sehen wir mal, was die Headline CPI, also mit Nahrung und Energie hier wirklich ausmacht. Was sind da die Hauptfaktoren? Und da sehen wir mit 44,4% Housing, also alles, was mit Miete, Hauspreisen zu tun hat und so weiter, Unterkünfte,
All das ist sozusagen eine Kategorie, die fast für die Hälfte dieser Berechnung steht. Dementsprechend ist entscheidend, wie die Mietentwicklung ist, oder sehr, sehr wichtig, wie die Mietentwicklung ist. Und jetzt hat man das Problem, dass diese Daten der Fed über die Mietpreisentwicklung veraltet sind. Die werden teilweise in einer Schleife, Telefonschleife ermittelt, und das dauert, bis das abgeschlossen ist. Dann hat man für einen Monat mal die Daten, die schon wiederum veraltet sind. Dann beginnt man mit dem nächsten Monat. Also das grenzt schon an das Spätmittelalter, wie die Datenerhebung da ist. Also das wird die Blackbox sein, die letztendlich wahrscheinlich entscheidet, wie die Zahl ausfällt. Die San Francisco Fed hat jetzt mal vorgerechnet, dass diese Shelter Inflation, also praktisch diese Immobilieninflation oder alles, was mit Immobilien zu tun hat, zurückgehen dürfte, ob das der Fall ist. Wir haben jetzt gesehen, dass der Hausmarkt sich wieder ein bisschen beschleunigt hat. Das dürfte dann auch die Mieten wieder nach oben treiben, aber wir werden sehen. Hier mal die Erwartungen der verschiedenen Häuser, hatte ich gestern schon gezeigt. Im Grunde zwischen 0,19 und 0,30, das oder 0,16 ist Goldman Sachs. Das wäre dann gerundet trotzdem 0,2. Also nur Piper Sandler hat eine glatte 0,3, was die Headline betrifft, zum Vorjahresmonat zwischen 3,1 und 3,4%. Und ganz oben wieder Piper Sandler. Barclays ist mit 3,1% in der Headline ganz am Schluss, und die Core, also die Kernrate, zwischen 0,14 und 0,23 und zum Vorjahresmonat zwischen 4,7 und 4,8%. Das ist die Erwartung. Jetzt sagen die Goldmänner, also Goldman Sachs, naja, also die Core CPI, also die Kernrate, müsste schon bei 0,3 liegen, damit die Fed wirklich dann im September die Zinsen nochmal anhebt. 0,3 hat keiner auf dem Zeiger, was Core CPI zum Vormonat betrifft. Also das sieht keiner kommen. However, jetzt gucken wir uns an, was die Fed selber als Prognosemodell hat, nämlich Cleveland Nowcast Inflation Forecast Modell. Da sieht man 3,42% höher, oder wäre praktisch das höchste, und man sieht Core bei 4,9%, das ist auch mit Abstand das höchste. Also die Dinge sind schwer natürlich hier zu eruieren, gerade aufgrund dieser Komponente eben Housing, die so wichtig ist. Aber was spricht für eine gewisse Inflationsdynamik? Erstmal haben wir zum Beispiel im Juli des letzten Jahres war die Inflation bei 0,0. Das heißt, der Wert war sehr, sehr niedrig. Der Basiswert war also sehr niedrig. Rechts seht ihr mal, wie wir 12 Monate in Folge runtergekommen sind. Also diese Basis, diese ganz geringen Werte, nämlich 0,0 im Juli und 0,2, die werden jetzt demnächst dann praktisch rausfallen als Vergleichswert. Hier sehen wir mal unten diese Grafik, wie sie, glaube ich, JP Morgan gemacht hat. Da, so ist durchaus wahrscheinlich, dass wir in Richtung 5% wieder zum Jahresende nach oben gehen in der Inflation. Wir sehen die Hourly Earnings, also die Löhne der Amerikaner, die sind nicht mehr so gefallen wie die Inflation. Wir sehen sogar eine leichte Lohnbeschleunigung wieder jetzt nach oben, nicht dramatisch, aber wir sehen, dass sozusagen die Stundenlöhne hier diese Preis-Lohn-Inflation wieder anheizt, die Löhne steigen, weil die Preise gestiegen sind. Und hier sehen wir das nochmal, Labor Costs etwa in der Umfrage unter kleineren US-Unternehmen, wie stark die Labor Costs hier nach oben gegangen sind für die. Wir sehen, dass alle Kategorien jetzt wieder nach oben gehen, dass dieser Abwärtstrend in Sachen Inflation, zumindest laut dieser Umfrage, in Bereichen Final Product Prices und Purchase Costs, also praktisch Einkaufspreise, dass der beendet ist, dieser Abwärtstrend. Wir haben jetzt vor allem diesen Energiefaktor im Juli. Hier sehen wir mal Crude Oil und Gasoline, also praktisch Öl und da Benzin. Die Preise für Benzin sind stark gestiegen und dürften auch weiter steigen, weil die Großhändler massive Preissteigerungen hatten, die sie jetzt erst dann Stück für Stück weitergeben. Wir sehen, dass der Ölpreis jetzt ziemlich auf dem Hoch ist oder an einem Niveau ist, wo wir schon länger nicht mehr waren. Höchster Stand, glaube ich, seit November letzten Jahres, was den Ölpreis betrifft. Und hier sehen wir auch rechts mal, die Inflationserwartungen steigen wieder, die längerfristigen in den 5-4-5-Year-Swaps. Also
praktisch die Inflation, die erwartet wird, ab 2028 die 5 Jahre folgende. Wir haben also diese Basiseffekte, wir haben die Anstiege in Energie, wir haben die Anstiege in den Preisen für Basismaterialien, wir haben Anstiege, die wir sehen in bestimmten Servicebereichen. Also das wird eine interessante Geschichte und die Märkte haben insgesamt eigentlich eine Zinsanhebung für dieses Jahr ausgepreist. Hier sehen wir mal die Fed Fund Futures, die preisen eine 63%ige Wahrscheinlichkeit an, dass die Zinsen im Dezember dann so sind, wie sie jetzt sind, also keine Zinsanhebung passiert, nur 26%, dass die Zinsen ein Viertel Basispunkt oder um 25 Basispunkte 0,25% steigen und eine 8,5%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen sogar gesenkt werden. Aber das dürfte die Fed nicht tun, denn wir sehen hier diesen Vergleich zwischen 72 und 1984, damals ein ganz ähnlicher Verlauf wie derzeit. Wir sehen erst, die Inflation schießt nach oben, dann geht sie schnell nach unten. Hoffnung ist, hey, Inflation hat sich erledigt, das Thema, und dann plumps kommt die nächste Welle der Inflation und die Fed, die ist sehr stark aus diesen Erfahrungen der 1970er, 80er Jahre geprägt, wie viele FED-Mitglieder immer wieder gesagt haben. Now we come to the markets, meine Ladies and Gentlemen. Hier sehen wir mal den S&P Future. Hier sehen wir im kürzeren Zeitfenster eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wir sehen, dass wir dann nochmal versucht haben, an die Nackenlinie, diese längere schwarze Linie im oberen Chart, nochmal ranzulaufen, sind da abgeprallt. Gestern haben wir ja gesehen, wir sind runtergegangen, haben dann versucht, uns zu erholen. Das ging eine Zeit lang gut, bevor es dann zum Handelsende wieder deutlich nach unten ging. Wir sehen den Nasdaq 100. Jetzt an einer wichtigen Trendlinie, der ist schon am unteren Bollinger Band im kurzen Zeitfenster oder auf Daily. Das heißt, da geht es jetzt um was, da droht ein Trendbruch. Auf der anderen Seite ist das eben auch eine gute Unterstützung, auch das Bollinger Band. Das könnte also bedeuten, dass wir vielleicht nochmal einen Bounce nach oben sehen. S&P 500 Future, wir sehen hier gleitende Durchschnitte oben hier. 12er und 20er, die kreuzen sich. Das ist normalerweise jetzt ein Verkaufssignal. Wir sehen unten den 55er Moving Average, der wichtig ist auch für den S&P 500. Und wir sehen vor allem beim Nasdaq eben, dass da dieser Index jetzt unter den 50-Tages-Durchschnitt gefallen ist. Das erste Mal seit März. Wir können also durchaus sagen, dass rein charttechnisch da jetzt schon das Bild nicht mehr so bullonisch ist. Wir sehen oben eben auch diese Kreuzung gleitender Durchschnitte. Nasdaq schwächer insgesamt als der S&P 500. Und hier sehen wir mal Nvidia, 4,7% im Minus. Selbst eine Apple ist gestern gefallen. Oder was heißt selbst, aber setzt letztendlich die Serie fort. Jetzt hat die Biden-Regierung Investitionen in chinesische Halbleiter, Quantencomputer und KI-Unternehmen erlassen. Man darf also nur bestimmte Summen, sehr begrenzte Summen als US-Unternehmen da rein investieren. Die Chinesen haben sofort reagiert und haben gesagt, das gefährdet die Sicherheit der globalen Industrie und Lieferketten. Man behalte sich Gegenmaßnahmen vor. Und hier sehen wir mal Nvidia, die mit ihrem KI-Boom so ein bisschen diesen Krypto-Boom aus der Corona-Zeit nachbildet. Aber vielleicht ist jetzt Ende Gelände, gleich mehr zu Nvidia. Hier sehen wir mal, dass der S&P 500 vielleicht, Grafik, meine Damen und Herren, vielleicht, wenn er bis 4430 fällt, dann würde er, das wären so um und bei 50 Punkte vom aktuellen Stand nach unten, dann gutes Prozent, dann würde er an diese untere Trendkanalbegrenzung kommen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir durchaus im 60-Minuten-Chart positive Divergenzen haben, die also dafür sprechen, dass wir nochmal einen Bounce sehen. Jetzt gibt es verschiedene Alternativen, wie das Ganze passiert. Aber zunächst mal hier eine Apple durch alle gleitenden Durchschnitte durch, die eher kurzfristig sind. Das ist schon ein harter Sell-off, ein harter Trendbruch. Unten sehen wir, dass die Aktie natürlich überverkauft ist. Auf der anderen Seite haben wir gestern die Erholung versucht und schließen dann mit einer Kerze wieder deutlich unter diesem Erholungsversuch. Also sehr, sehr angeschlagen. Nvidia zum Beispiel jetzt sitzt an seinem 55-Tages-Durchschnitt. Der muss halten, der sollte halten. Sonst könnte das nach dieser Rallye sehr, sehr ungemütlich werden. Summa summarum, wir haben ja
öfter schon gesehen, dass dann zum Beispiel Dateninflation ist höher, die Märkte verkaufen erstmal ab, um dann wieder zu steigen, erstaunlicherweise. Oder Inflation niedriger, die Märkte steigen, verkaufen dann ab. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass höhere Inflationszahl automatisch dann auch bedeutet, dass die Aktienmärkte nachhaltig weiterfallen. Und andersrum, wenn die Inflation niedriger ist und wir eine Rallye sehen, kann es sein, dass die dann abverkauft wird. Wir sehen, dass vor allem wahrscheinlich die Institutionellen erstmal gucken, dass die Privaten ein bisschen bluten, die noch auf Gewinnen sitzen und sehr, sehr optimistisch sind. Und auch für den Goldpreis wird es heute natürlich wichtig. Inflationsdaten könnten stützen, aber wehe, wenn nicht, denn Gold steht auch charttechnisch auf der Kippe. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Siemens hat Zahlen gebracht heute. Schwache oder vor allem die Schwäche in China, wie auch natürlich dieses Windturbinen-Debakel, aber super interessante Aussagen über China, was da los ist. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, wenn wir schon über China sprechen, diese Entkoppelung, die derzeit der Fall ist. Wie verhält sich das genau? Was passiert da? Da haben wir eine super Spitzenanalyse, die nichts behauptet, sondern alles belegt und mal tief einsteigt über diesen Entkoppelungsprozess zwischen den USA und China, der ja jetzt durch die Biden-Administration mit neuer Maßnahme nochmal weiter verschärft wird. Diese Entkoppelung vor allem eben im Chip-Bereich. Also diese drei Empfehlungen. 14:30 reinschauen, meine Damen und Herren, zu den Inflationsdaten. Very important. Ich sage Servus, ciao.